Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus Berlin. Diesmal aber hier aus dem Hotelzimmer 518 des NH Hotels, in der ich jetzt heute Abend noch die letzte Nacht verbringen werde. Machen wir das Licht mal ein kleines Flürchen an. Ne, das war das Bad. Was ich euch mal zeigen will. Nochmal die Badezimmertür mal offen. Da sieht man, wie dünn halt so eine Wand ist. Hier in Berlin, diese ganzen, in den Häusern in Berlin, da sind die Wände einfach nur so dünn. Ist aber trotzdem Stahl oder Beton, glaube ich. Machen wir mal im Bad das Licht an. Ich weiß, ich habe euch schon mal so eine Roomtour gezeigt, aber ich will euch mal kurz so ein paar Details halt zeigen. Das hier, da war bestimmt früher meine Badewanne drin. Da hat man das jetzt umgebaut zur Dusche. Weil das hier, die Wände, da wo die Toilette ist, da diese Fliesen sind älter als diese Fliesen hier. Die sind nämlich neuere. Daran erkennt man nämlich das. Nämlich das hier sind halt Fliesen noch von, sage ich jetzt mal so, 90er Jahresstil ist das halt hier noch. Da hat man hier quasi an der Stelle, wo jetzt die Bade, wo früher mal die Wanne war, da hat man die halt rausgerissen und hat dann halt an der Stelle halt die, in dem Bereich, wo dann halt die Wanne sich befunden hat, dann halt die Dusche halt mit, die ringsrum mit diesen großflächigen Fliesen ausgestattet. Und dann ist halt hier auch von Hans Grohe eine Duscharmatur drin. Die habe ich dann halt, als ich die jetzt am ersten Tag da gesehen habe, jetzt am ersten Tag da, also bei der ersten Nacht Hans Grohe, das habe ich aber euch auch in der Roomtour auch gezeigt. Man kann nämlich hier, wie ich das damals schon mal im Europapark gezeigt hatte, nämlich das Wasser auch einstellen, nach dem, also hier den Laufmodus halt über Handbrause und hier um diese, sage ich jetzt mal, Regendusche. Da kann man auch auf der rechten Seite, wie das damals auch im Europapark war, nämlich die Temperatur einstellen. Das ist dann halt sofort zu erkennen, dass es halt Hans Grohe ist. Das gleiche findet man auch als Wasserhahn hier auf dem Waschbecken wieder. Da steht nämlich dann auch hier Hans Grohe drauf. Mal ein bisschen weit weggehen, dass es mal gucken, dass man das mal ein bisschen scharf kriegt. Hans Grohe, dass ihr das auch wirklich mal seht. Dieser Spiegel hier ist halt auch wahrscheinlich mal neu eingebaut worden. Das Waschbecken weiß ich nicht. Das kann sein, dass es schon ein etwas älteres Ding ist, aber das Waschbecken kann sein, dass das nämlich schon ursprünglich schon hier drin war. Hier ist sogar eine, wenn jemand seinen eigenen Rasierapparat mit hat, dann kann er den hier anschließen über diese Steckdose. Machen wir hier mal Licht aus. Das ist halt typisch halt, wie auch früher meine DDR halt hier so dünn, die dünnen Wände. Ich glaube, dieses Hotel wurde zwar nicht zu DDR-Zeiten gebaut, was ich auch sehr positiv anmerken darf, sind halt, dass man hier nicht diese Pappbecher hat zum Kaffee trinken, sondern halt hier Porzellantassen. Das habe ich euch ja auch schon gezeigt, hier vier verschiedene Teesorten. Dann halt Kaffeeweißer und halt Zucker, zwei verschiedene Arten von Zucker und zweimal Kaffee. Und da im Hintergrund ist dann der Wasserkocher, der dann auch den Hinweis, da steht Wasserkocher ausschließlich für Wasser. Steht ja auch da oben drüber Wasserkocher. Und leider ist ja die Minibar leer. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Also den Kühlschrank. So sieht der Kühlschrank aus. Der ist aber ziemlich laut. Der macht, wenn er kühlt, nämlich einen Krach. Manchmal, da knatterte der immer.
sehr positiv anzumerken ist, wenn man die Schranktür halt aufmacht, geht da oben das Licht an. Ich habe hier während der Zeit Tage einfach meinen Koffer in den Schrank hier versteckt, hier oben drauf gelegt, einfach auf dem Safe, da unten sind halt Schubladen. Da habe ich meine auch teilweise Wäsche drin, die ist halt der Safe. Leider ohne Stromanschluss für den Laptop. Man kann aber hier einen einschließen in der Größe dieses Safes hier. Da passt ein Laptop, glaube ich, rein. Zwar nicht mein Laptop, aber so ein älterer Laptop auf jeden Fall. Oder wenn jemand so ein Tablet hat, den kann er dort drin auch einschließen. Ich will jetzt halt anhand dieses Videos so ein kleines Feedback-Video machen. Deswegen drehe ich jetzt hier nochmal in diesem Hotelzimmer, in dem ich halt während des Berlin-Aufenthalts plus des Seminars Zeit. Ich bin jetzt halt noch bis morgen hier, dann das Seminar geht noch bis morgen 12 Uhr. Danach gibt es noch Mittagessen und danach können wir alle nach Hause fahren. Ich sage zwar nicht endlich, aber ich finde es halt schade, dass ich wieder morgen nach Hause fahren muss, nach Dortmund. Ich habe jetzt gerade die Lampe angemacht. Halt muss man halt über diesen, da was da jetzt oben leuchtet, darauf muss man drücken. Und dann geht dann auch die LED-Lampe an. So sieht sie halt aus. Ich zeige es euch, das wird jetzt zwar vielleicht ein bisschen blenden. Das ist nämlich eine LED-Lampe. Aber eine schöne Schreibtischlampe. Viele Leute, die dieses Hotel besucht haben, da ist halt der Fernseher, haben sehr viel Positives in das reingeschrieben, in die Rezensionen. Kann ja auch gut verstehen. Ich würde vielleicht das Hotel auch nochmal privat buchen irgendwann. Die Hausdame zum Beispiel, ihr seht es jetzt da oben, das Kissen, auf dem Kissen. Diese Schlafanzughose habe ich nicht selber jetzt zusammengefaltet, sondern die legen einem sogar tatsächlich die Schlafanzughose zusammengefaltet aufs Bett hin. Ich habe die nämlich einfach so hingeschmissen heute Morgen gehabt. Und dann kommt man hier ins Zimmer rein, haben sie die Schlafanzughose gefaltet. Hier halt ein Ganzkörperspiegel. Das gleiche findet man halt hier auch noch an der Tür zum Badezimmer hin. Bin ich jetzt gerade nicht drauf eingegangen, aber ich mache mal Licht an, da sieht man das. Das ist halt auch nochmal ein Spiegel. Dann hat man hier natürlich den großen Schreibtisch, was ich auch sehr positiv finde. Das ist halt der Drehstuhl. Man hat hier einen Drehstuhl wie fast im Büro. Das feiere ich nämlich auch sowas so total, wenn man einen Schreibtisch Arbeitsplatz in seinem Hotelzimmer hat mit so einem Drehstuhl, den man dann halt über den Rollen dann verschieben kann. Dann hat man hier so einen Relaxsessel oder auch Lesesessel, normalerweise auch mit einer Lampe, aber hier haben sie die einfach den Stecker aus der Steckdose gezogen. Ich kann ja mal einmal testen, ich schließe das die Lampe jetzt einfach mal an. Dann zeige ich euch die jetzt mal in Aktion. Ziehe ich gleich einfach wieder raus. Man kann sie ja bestimmt wieder ausschalten. Normalerweise sollte man diese aber auch ausschalten können. Wahrscheinlich über den Fußtaster. Deswegen ist auch die Lampe auch nicht im Strom gewesen. Es ist geil, wie man jetzt die Lampe ankriegt, die diese lesen, also da geht sie mit an. Falls man dann mal sich hier hinsetzen will und lesen will. Aber wie die Lampe jetzt ohne Lichtschalter aussieht, ich ziehe dann einfach auch gleich den Stecker einfach wieder raus. Was auch sehr toll ist, man hat ja hier dieses Kopfteil des Bettes, das geht ja bis unter die Decke. Lässt einen das auch ein bisschen luxuriös, sage ich mal, ein bisschen hochwertiger auch aussehen. Was ich auch, glaube ich, schon in der Roomtour gesagt habe, man hat in dem Zimmer
insgesamt 6 USB-Anschlüsse drin. Ich hatte erst gedacht, das wären hier so Netzwerkanschlüsse, aber das sind halt USB-Anschlüsse. Auch hier nochmal am Schreibtisch 2 Stück. Und dann natürlich auch nochmal 2 normale Steckdosen. Falls man hier seinen Laptop halt betreiben will, dann kann man das halt hier seinen Laptop anschließen über einen normalen Stromanschluss über 120 Volt. Und dann ist halt hier die Kofferablage, die lässt sich aber auch zusammenfalten. Dann hat man halt hier die 2 Schreibtische. Das hier sind Boxspringbetten. So 2 Einzel, die lassen sich auch auseinanderschieben, die Betten, weil in der Mitte, weil das hier so 2 einzelne Betten sind, die jetzt aber zusammengeschoben sind. Dann hier das Telefon. Und da liegen halt hier noch meine Unterlagen, die ich dann zum Seminar mitgebracht hatte. Die Lampen habe ich euch natürlich auch gezeigt. Die macht man natürlich hier über an. Zeige euch jetzt auch mal die Lampe mal so mal vom Licht. Da sieht man zwar jetzt im Video einfach nur so ein weißes, einfach nur das blendet einfach nur, sage ich jetzt mal. Man kann auch wie ich das auch schon im Roomtour-Video schon gezeigt habe, die Lampe so dementsprechend so hinschwenken, wie man es braucht. Oder jetzt auch mal so. Wenn man zum Beispiel ein Buch lesen will. Oder wenn ich jetzt meine Gesetzessammlung mal durchlesen wollte, hätte ich das jetzt hier machen können, aber ich lasse es. Machen wir jetzt wieder aus das Licht. Das gleiche wäre dann halt nochmal auf der anderen Seite genau das gleiche. Ja, positiv anmerken kann ich, dass dieses Hotelzimmer, die Räumlichkeit halt als Räumlichkeit sehr schön ist, gewesen ist. Die Aussicht auch jeden Tag hier auf den Alexanderturm. Ich weiß nicht, ob man den jetzt mal sehen kann. Ich mache mal nochmal vorn auf. Ich habe nämlich das Fenster nochmal zugemacht gehabt wegen dem starken Sturm heute. Da sieht man den Alex-Turm da. Und da ist auch das Park-In-Hotel zu sehen, welches direkt am Alexanderplatz steht. Ist, glaube ich, auch eine etwas luxuriösere Kategorie, das Hotel. Vom Zimmer aus her fand ich das halt sehr gut, das Zimmer. Ich bin jetzt ja noch bis morgen noch hier. Ich habe ja auch schon eine Rezession reingeschrieben. Ich mache jetzt aber die Lampe mal wieder aus. Ja. Muss ja nicht die ganze Zeit brennen. Normalerweise sollte das Licht ja eigentlich auch. Das kann ich jetzt mal austesten. Wenn man den Lichtschalter betätigt, ob das Licht ausgeht. Das macht jetzt mal ein bisschen vielleicht Krach jetzt hier. Geht das Licht wieder an? Ich mache jetzt einmal kurz Licht aus. Da geht das Licht eigentlich mit aus, aber ich verstehe nicht, warum die den Stecker rausgezogen haben. Wenn man mich hier den Lichtschalter hier einfach, egal ob rechts oder links, den Lichtschalter betätigt oder auch vorne an der Tür, geht dabei die Lampe eigentlich mit aus. Das heißt, diese Steckdose wird dann quasi mit ausge die, der, die Stromversorgung zu dieser Lampe auch deaktiviert. Wenn ich jetzt wieder anmache, geht das Licht auch wieder an. Ich weiß auch nicht, warum die den Stecker rausgezogen haben. Das geht, wenn man Licht ausmacht oder auch zumindest die Karte auch vorne an der Tür rauszieht. Das demonstriere ich jetzt euch mal jetzt. Mache natürlich. Ist nämlich bis auf die Schreibtischlampe nämlich alles aus. Nö.
geht gar nichts mehr, scheiße. Wahrscheinlich durch die. Jetzt habe ich überhaupt kein Licht mehr, ey. Egal, muss ich gleich mal. Habe ich jetzt die Sicherung durchgeschossen oder was? Scheiße. Weil jetzt die Lampe angeschlossen war oder was? Muss ich einfach mal wieder raus. Ja, muss ich gleich mal versuchen, die Lampe gleich wieder, das Licht wieder einzuschalten. Entweder hat das jetzt halt, hat die Lampe einen Schlag weg, deswegen sie nicht angeschlossen hatten. Das ist natürlich auch doof. Ich hatte mal früher zu Hause auch nämlich so eine Lampe in Schwarz, so eine Deckenfluter. Und das hier ist halt die Steuereinheit von der Klimaanlage. Kann man hier wahrscheinlich die ja, einstellen. Ne, drücken lässt sich das nicht, einfach nur hier der graue Ring da drumrum halt sich drehen und dann hier kann man es auch ein- und ausschalten. Steht auch on-off. Und da oben sitzt halt die Klimaanlage drin. Ja, ich habe Rezession reingeschrieben. Nachteil, was ich jetzt halt hier an dem Hotel gefunden habe, war damals am Haupteingang ist eigentlich eine Drehtür. So ein Haupteingang, wo eine so eine Drehtür verbaut ist. Da fragt man sich, warum hat man nicht so eine Schiebetür eingebaut? Da hat man diese Drehtür, da hat man die Drehtür mit einem Flatterband abgesperrt und man muss dann über die Rollstuhltür rein und raus gehen. Da versteht man auch nicht den Sinn dahinter, was denn da so im Kopf durch den Kopf geht. Das habe ich dann halt auch bemängelt, das Ganze in der Rezession auch, dass das Hotel halt, dass sie dreht, also dieses, ich sage jetzt mal nicht Drehkreuz, sondern die Tür, die Eingangstür sieht so aus wie beim Werkseingang die Drehkreuze, so eine Drehtür. Das habe ich halt bemängelt. Lichtkappe, toll. Egal, muss ich halt so jetzt. Gucken, ob die Lampen, die. Ne. Scheiße, toll. Da hat die Lampe jetzt wahrscheinlich dafür gesorgt, dass die. Das ist natürlich jetzt scheiße. Dass ich jetzt hier quasi die Nachttischlampe jetzt hier anlassen muss, um halt jetzt Licht zu haben. Das ist jetzt Kacke. Aber Badezimmer geht noch. Aber nee, das war. Badezimmerlicht geht zwar an. Das ist aber auch nicht gekoppelt mit. Es geht gar nichts mehr. Ist die Sicherung durchgeschossen, ey. Ist egal. Dann haben die morgen eine tolle Überraschung. Egal. Die eine Nacht kann man es noch überleben. Aber der Fernseher ist ja auch noch an. Da geht wenigstens dann noch. Nur die Nachttischlampen gehen halt nicht. Ja, ist jetzt halt dumm gelaufen. Da hat die Lampe wahrscheinlich nämlich da hinten nämlich einen Schlag weg. Die ist wahrscheinlich kaputt. Weil die nämlich wahrscheinlich sehr extrem Strom zieht. Ja, da muss ich jetzt die letzte Nacht hier ohne Licht hier, muss ich dann morgen früh einfach da die Schreibtischlampe anmachen. Weil morgens noch nicht so, noch nicht hell ist. Es wird zwar morgens, sage ich mal um 7 Uhr, so kurz nach 7 hell,
Aber das ändert sich bis Mitte Dezember auch noch. Dann wird es erst ab 8 Uhr oder so hell. Ja, dann hat die. Dann sollten Sie mal lieber die Lampe nämlich rausschmeißen. Dann sollten Sie die komplett wegnehmen, die Lampe. Jetzt weiß man auch, warum sie den Stecker auch rausgezogen haben, weil wenn die Lampe nämlich an ist, diese Deckenlampe, diese Stehlampe da hinten, dann jagt das wahrscheinlich hier die Sicherung raus. So, dann will ich jetzt auch einmal das Video beenden. Ja, die Nachttischlampen, ja, die gehen ja auch nicht, habe ich jetzt gerade auch getestet. Da geht jetzt gar nichts, auch nicht diese Randbeleuchtung. Kann man auch jetzt nicht sehen, wo das Licht drin sitzt. Egal, die letzte Nacht wird man es halt noch so jetzt halt überleben müssen. Ist egal. Solange noch im Badezimmer noch das Licht funktioniert, ist mir das jetzt egal. Dann wird halt funktioniert jetzt halt, dass man hier die Lichtanlage nicht mehr. Ja, die Steckdosen wahrscheinlich dann auch nicht. Laptop benutzen könnte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber ist auch egal. Der Fernseher funktioniert dann trotzdem mit. Den kann ich ja mal einmal testen. Ja, der Fernseher geht noch. Der ist dann wahrscheinlich irgendwie damit nicht gekoppelt. Weil der Fernseher funktioniert halt noch. Hier zu sein, sind aber unterschiedlich. Wir haben hier verschiedene Generationen, verschiedene Herkünfte, verschiedene Charaktere, ja, ganz verschiedene Bildungsniveaus. Man könnte nie So, dann beende ich jetzt das Video. Geht so langsam im Bett. Während dieser Nacht, wo ich jetzt hier noch schlafen tun, noch in dieser, in diesem Zimmer, dann. Werde ich jetzt das Video hochladen. Das ist dann halt für dieses Jahr das letzte Video. Im nächsten Jahr werde ich dann wieder in Berlin sein. Ab dem 28.01. werde ich im Jahr, also am 28.01. reise ich dann schon bereits im Novotel an. Das ist dann auf der Fischerinsel. An der Fischerinsel ist das. Dort wird es dann ab dann auch weitere Videos geben. Da werde ich dann mich schon einen Tag vorher anreisen. Ich hoffe, dass ich dann so frühzeitig dann hier ankomme in Berlin, so dass ich dann halt auch mal am Tage was filmen kann. Weil dann werde ich nämlich auf jeden Fall noch mal ins östliche Teil, werde ich hier noch mal nach Friedrichshain fahren, also da, wo dieses Hotel hier ist. Da werde ich euch noch mal diese Plattenbauten, dieses sowjetischen Stil, dieser die Plattenbauten in dem sowjetischen Stil doch mal zeigen. Da hat mir einer nämlich in die Kommentare reingeschrieben, ja, da hat jemand Ahnung, da hat jemand völlig keine Ahnung. Da habe ich ihm auch gleich geschrieben, da soll er mir das, dann soll er mir in die Kommentare schreiben, wenn er es besser weiß. Solche Kommentare. Ich habe zwar auch gesagt, schreibt mir positive oder negative Kommentare unter das Video, könnt ihr das zwar immer gerne auch tun. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich Ahnung von dem Ganzen habe, das habe ich auch nie behauptet. Trotzdem ist das nicht ganz unwahrscheinlich, ist das nicht ganz unrealistisch, wo ich gesagt habe, die Häuser sehen fast genauso aus, die Hochhäuser wie in Ostdeutschland.
Europa bzw. in Russland damals. Weil der Ostteil von Berlin war damals, sind die Häuser auch in der DDR überhaupt, wurden viele Hochhäuser so in dem Stil halt gebaut, nämlich in dem sowjetischen Style. Ich habe auch gegoogelt im Internet, ob es Ferienwohnungen gibt, die in einem so einem Plattenbau drin sind, aber habe leider nicht gefunden. Ich weiß auch gar nicht, wie man das dann herauskriegt, ob das eine Ferienwohnung in einem Plattenbau ist, in so einem typischen ehemaligen DDR-Plattenbau ist, weil das würde mich mal sehr gerne mal interessieren, sowas mal. Weil ich mir dann auch mal gedacht hätte, vielleicht mir mal so eine Ferienwohnung anzumieten. Einfach mal wirklich in das Großstadtleben eines Berliners halt mal so ein bisschen die hineinzuschnuppern, um euch das auch vielleicht auch mal in der Playlist auch mal zu zeigen in Berlin. In der Playlist Berlin. So, dann wird ab dem 28.01. weitere Videos hier aus Berlin geben. Jetzt erstmal muss ich dann ab morgen wieder nach Hause fahren für 9 Wochen, bevor ich dann am 28. schon einen Tag vorher anreise, anstatt den 29.01. reise ich aber schon am 28.01. an und anstatt dessen am 2.02. nach Hause zu fahren, bleibe ich dann das nachfolgende Wochenende noch da. Das bedeutet im Ganzen, ich werde dort einen Aufenthalt haben, eine ganze Woche im Novotel, auch ebenfalls in Berlin Mitte. So sieht das halt jetzt nochmal aus dem Bett. Von der Bettseitenperspektive halt nochmal aus. So wie man halt den Fernseher gucken würde. Wird es auf jeden Fall nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein paar Videos geben, auch am Tage. Weil deswegen beabsichtige ich ja nochmal am Wochenende, also Tag vorher, anzureisen. Auch dementsprechend schon früh, dass ich dann ab 15 Uhr das Zimmer beziehen kann, danach ich dann wenigstens für 2 Stunden noch Tageslicht habe draußen in Berlin. Während der Seminarzeit werde ich dann wahrscheinlich erst ab 18, 17, 18 Uhr erst Feierabend haben. Da ist natürlich noch, ist es dann schon dunkel in Berlin oder auch überall natürlich. Aber dann am Wochenende kann ich dann euch auch mal ein paar Bilder am hellerlichen Tag zeigen. Möchte ich auch gerne mal euch dann nochmal im sowjetischen Style diese Plattenbauten, die es auch hier in Berlin gibt, im östlichen Teil überwiegend, auch in Berlin gibt. Möchte ich euch die mal gerne auch am Tage zeigen, wie das halt auch am Tag aussieht. Und auch gerne von Berlin euch das auch mal am Tage zeigen. Und nicht nur bei Nacht. Was jetzt halt in dieser Woche überwiegend halt auch der Fall war, dass ich dann halt nur Nachtaufnahmen gemacht habe. Vielleicht werde ich euch dann auch das Brandenburger Tor auch nochmal am Tage zeigen. Und den Bundestag sowie auch das Kanzleramt. Was ihr da wahrscheinlich dann in dem Video gehört habt, im Hintergrund, wo ich dann am Bundestag da war. Beziehungsweise auch dann in der Nähe des Kanzleramtes. Ich weiß ja nicht, ob man das im Video gehört hat, aus dem Hintergrund, dass da so Musikgerummel zu hören war, vielleicht im Video. Das war nämlich das Tipi am Kanzleramt. Das ist ein Eventzelt. Dort findet dann abends immer eine musikalische Unterhaltung da statt. Dort kann man sich dann Eintrittskarten kaufen, dann in das TPZ am Kanzleramt dort sich unterhalten lassen. Wo ich dann danach runtergegangen bin zur U-Bahn-Haltestelle Bundestag. Ich habe ja ein Deutschland-Ticket, damit kann ich überall in Deutschland fahren.
Ich wollte eigentlich gestern ursprünglich auch mal, vielleicht zeige ich euch auch mal eine Mitfahrt in der S-Bahn. In der U-Bahn habe ich das ja schon gemacht, auf der U5. Vielleicht werde ich es auch noch hinkriegen, in der S-Bahn in Berlin eine Mitfahrt zu filmen. Kann ich euch aber erstmal nicht versprechen, ob das klappt, weil Berlin ist ja, da ist ja sehr viel Verkehr, Personenverkehr, noch mehr als bei uns in Dortmund, in der S-Bahn. So, dann möchte ich jetzt auch nicht mehr weiter länger schwafeln jetzt hier. Ich werde jetzt ins Bett gehen und auch erst bevor ich das tue, beende ich das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne mit Daumen nach oben wissen. Schreibt mir gerne positiv oder negative Kommentare, bitte ohne Beleidigung unter wenn das ein negatives Kommentar sein sollte, dann bitte auch ohne Beleidigung oder sonst was. Das mag ich dann überhaupt nicht. Ihr könnt mir gerne negative Kommentare reinschreiben, aber lasst es bitte, dann bitte aber auch ohne irgendwelche Beleidigung. Das möchte ich halt nicht haben. Falls euch dann halt mein Kanal auch nicht gefällt, dann abonniert den Kanal einfach nicht oder schaut euch die Videos auch gar nicht an. Wenn euch das Video nicht gefällt, dann klickt einfach auf X oben rechts. Oder wenn ihr das im Fernsehen anguckt, über so eine Entertainment-Media, über Fernsehen, YouTube guckt, dann macht einfach das Video aus, drückt einfach zurück oder sonst was. Und wer für die Leute, die das Video halt von mir gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr wissen wollt, wann das nächste Video auf meinem Kanal erscheint, würde ich mich freuen, wenn ihr auch die Alarmglocke aktivieren würdet. Ich sage an dieser Stelle ciao, bis zum nächsten Mal und haut rein, Leute. Leider jetzt in einem schlecht beleuchteten Zimmer beende ich jetzt hier das Video. Ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Irgendwann mal oder Ende Januar bin ich wieder, melde ich mich dann halt hier wieder aus Berlin, wenn ich wieder selber vor Ort bin, auch im Sinne eines Seminares. Plus 3 Tage privat bin ich dann auch noch mal hier. Ab Freitag wird ja das Seminar vielleicht auch schon gegen Mittag beendet sein. Dann kann man danach schon so gegen 14, 15 Uhr sich dann auch auf den Weg machen in die Stadt von Berlin, um dort am Tage auch mal was zu zeigen. So, dann beende ich jetzt endlich das Video und sage ciao.